Ich werde mich mal draußen ein bisschen rumtreiben, ein bisschen um das Volk mischen. Mach das. Also ein bisschen gucken. Oh, schöne Wetter genießen. Der Regen. Ja, Eismagie würde jetzt richtig wehtun. Das ist beunruhigend. Du hast keine neue Ware. Das ist wirklich beunruhigend. Er hat aber einen Quarztrank. Verderbnis. Hatten wir schon mit zu tun. Das ist so eine Art grüner, giftiger Rauch. Schwieriges Thema. Wir hatten nämlich schon richtig schöne so Gegenden gesehen, wo man echt hätte wahrscheinlich looten können. Türme, Ruinen und so. Wo aber halt die Verderbnis überall war, ne? Der böse, grüne Rauch. Dunkelgrün-ischliche Rauch. Are you kidding? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob sich das lohnt, da nochmal welche mitzunehmen. Ach doch. Das ist beunruhigend. Ich hatte angefangen, davon welche für uns zu sammeln zu Redox und deswegen gucke ich, dass ich da jetzt weitermache. Andere machen mal wieder Soothing Tea, damit ich meinen Mana wieder habe. Was kann ich für dich tun? Ja, Bis dann. Ach so. Jetzt bin ich auch wieder Full Mana. Jetzt bist du auch wieder ready. Sehr gut. Ich habe einen Skill gelernt, Leute. Ihr seht das unten rechts. Das ist der hier. So. Und I shit you not, also von dem, wie ich es verstanden habe, ist es, wenn ich in diesem Frame einen Magie-Spell abkriege, ja, in dieser, ne, wie so ein Konter, wie so ein Parry, dann lade ich damit meinen Streitkolben auf. Ich glaube, ich kriege übelst auf die Fresse, wenn ich das im Combat mache. Aber wenn, dann könnte es echt geil werden. Ne, so als kleines Update, was skilltechnisch geht. Ja. Genau. So, da sind wir wieder. Du bist ready? Ich bin hier gerade schon so ein bisschen auf dem Weg. Mal sehen, ob das mitten im Kampf, das wird glorreich in Flammen aufgehen, wenn das wenn sowas im Kampf passieren sollte. Was hast du gerade für, also was war Phase? Steam Deck hat gesagt, nö, ich bin nicht mehr eingeloggt und dann konnte ich mich nicht mehr mit meinem Spiel Remote Play verbinden und konnte nicht mehr steuern. Ah. Super weird. Ja, das ist nicht gut. Aber jetzt geht's wieder. Ja, wir hoffen einfach, dass es wird. Und ich weiß auch, warum ich die ganze Zeit gerade eben gerannt bin. Ja. Ist, weil ich genau bevor das passiert ist, auf die Lauffunken, also die Dauerlauftaste gegangen bin. Ja. Und dann ist man unterwegs. Okay. Okay, jetzt sollte es endlich klappen. Ab in Wald. Und wir kommen nochmal am Feuer dann schon kurz vorbei und gehen dann weiter Richtung Norden. Und schauen mal, ich glaube, die Sümpfe, wir haben kurz reingeschaut. Wenn ich mich nicht recht, also ne, ich glaube... Ja, dann haben wir gleich wieder einen Abdampf gemacht. Genau, und dann sind wir wieder zurück. Was vielleicht ganz gut ist, weil wir sind jetzt, glaube ich, stärker noch, als wir beim letzten Mal waren. Ich habe fettere Rüstung. Ich glaube, ich habe auch einen besseren Schild als zu dem Zeitpunkt und ich habe einen neuen Streitkolben. Auf deiner Seite einfach mehr Magie. Du hast die Runenmagie jetzt am Start, ne? Genau. Die können wir dann auch gleich mal zeigen. Die hat der Stream noch nicht gesehen. Der Chat, meine ich, hat ihn noch nicht gesehen. Kombination muss ich mir... Ich kann die langsam auswendig. Das war auch ganz lustig im Dungeon. Also das war auch... Erstmal Magie verplempert. Genau, der Gegner ist schon unten auf Aggro gebürstet und bei Runenmagie muss man die richtige Kombination und dann... Warte, die. Nee. Doch, die andere. Das Dance Dance Revolution. Während man hier. Ja, genau. Nee, das ist nicht der Richtige. So, alles nicht das Richtige. genau. So, jetzt habe ich die wieder. Genau, da werden ja so ne, verschiedene gewirkt. Das ist eine Falle, die auf den Boden gelegt wird, aber jetzt wastest du wieder deinen Mana, Bruder. Das ist, Der, alles absolut. Ja, genau. Und sehr praktisch, auch wegen dem Licht. Licht habe ich zum Beispiel gar nicht dabei. Ja. Können wir also immer gebrauchen, sag ich mal. Die Laterne kostet auch nichts, während ich sie abhabe. Ist quasi ein Fokus für den Blitzstrahl. So, wie war das nochmal? Ach so, dein Licht oben kostet nichts, wenn du es einmal hast, oder wie? Genau. Und wie lange bleibt es? Nur wenn... Das bleibt so lange... Oh nein, das war die falsche Reihenfolge. Wie war denn das? Ha. Weird. Ach nee. Kein Mana mehr? Nee, das nicht. Jetzt... Hat sich... Was ist denn jetzt los mit dem Steam Deck? Das finde ich nicht okay. Okay. Es wird lustig. Es wird lustig. Vor allem, weil wir in ein Gebiet mit Riesen gehen. Ja, ich glaube, ich nehme mir gleich meinen Steam-Controller und spiele damit. Hier nochmal ganz kurz, ne? Der Feuer-Dungeon. Feuer-Schrägstrich ein bisschen Eis-Dungeon. Hier hätten wir campen können. Siehst du mal.
Was macht er? Da kommen irgendwelche Signale. Warte mal. Das ist nicht okay. Ja. Wollen wir schon mal das neue Gebiet laden lassen in der Zeit? Oder glaubst du das? Ich weiß nicht, ob da sofort Gegner kommen. Ich mach das kurz. Okay. Reiseproviant. Achso, wir können mal versuchen, wenn ich schon vorreise, ob du dann in dem Gebiet spawnst. Weil hast du Reiseproviant dabei? Ach, ich habe das jetzt ganz ausgerüstet. Oh, das war gar nicht mein Plan. Achso, ich dachte, das war ein Plan. Ich reise schon mal hin. Ja, mach das. Ich reise schon mal hin. Ich glaube, dann sparen wir uns auch die Provianz, den Provianzverbrauch. Und ihr seht hier, ne, von Berg geht's nach Monsun. Heilige Sümpfe, große Stadt Monsun. In der wir dann auch eine weitere Quest abschließen können. Wir haben abnehmende Heiligbrache-Krankheit eingefangen. Achso, ja, genau. Es geht noch um. Ich bin gerade echt nicht sicher, ob wir hier schon mal waren. Weil, also, ich glaube, wir haben anderen Eingang genommen. Nee, da waren wir, glaube ich, nicht. Ja, das war der Fall. Ja. Oder sind wir auf einer anderen? Nee, warte mal, weil das ist der einzige Eingang zur Halbinsel? Oder? Nee, warte mal. Doch, ja. Wir haben anderen Eingang genommen. Hier sind wir gestartet. Starting Area. Wir sind jetzt hier. Und wir könnten direkt zum... Ah nee, wir müssen durch den Spitzturm des Lichts. Oh mein Gott. Ist auch so geil, ne? Wir... 2 Sekunden aufkommen. Naja, mach mal. Wir... Ne, also, Karte lesen. Wir müssen selber wissen, rausfinden, wo wir sind und uns selber hier durch die Gegend managen. Wir sind hier auf jeden Fall. Auf dieser Insel. Mal schauen. Draco, Structure Decks sind am Start. Ah, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, Leute, da zu dem Thema kurz. Nächsten Sonntag, 12.3. Wir machen Mario Kart Stream. Ne, die neuen Karten droppen am, ich glaube, Donnerstag. Und wir machen direkt am Sonntag da natürlich einen Stream. 2-3 Stündchen würde ich denken. Weil Draco es gerade schreibt, wir machen dann auch wieder Real-Life-Yu-Gi-Oh-Karten-Battles. Wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr da auch gerne mitmachen. Und natürlich Pathfinder. Ist jetzt gerade so mein Plan. Steht da natürlich wieder mit an. Und wenn ihr da Bock drauf habt, ne, schreibt euch das auf, tragt euch das ein. Ich mache auch nochmal ein Event morgen ready, dass ihr das auf Discord auch nochmal so als Erinnerung habt, dass das ansteht. Und wird lustig. Auch hier dann wieder mit dem Setup, das hat ja ganz gut geklappt eigentlich. Mit der Kamera auf den Karten, auch so mit Discord, das ging ja ganz gut. Und wie gesagt, da ist natürlich jeder herzlich eingeladen, sich mit auszutoben. So, apropos austoben, ich schaue mich mal ein bisschen um. Okay, Dead Shits. Da geht's tief runter. Musik auch ein bisschen anders. Okay, das ist der Turm. Riesiges blaues Feld, leuchtende Kreaturen. Yeah, we're gonna die. Da hinten sind Mobs. Wieder irgendwas Leuchtendes. Ein Fernglas wäre gut. Etwas Leuchtendes. Ach du heilige Scheiße. Okay, Sir Latox ist noch nicht da. Ich schau mal. Also, ne? Gerade alleine. Ich guck mal, ob man hier vielleicht auch irgendwo blaue Schmetterlinge sieht, denn bei denen können wir ungestraft campen. Ungestraft im Sinne von. Kann ich gar nicht alles nutzen. Oh fuck, geh ich da runter? Nee. Aber ich will exploren. Es könnte sein, dass da Loot ist. So. Ne, okay, da nicht mehr. I might have screwed up. So, das eine Deck hat auch 3 Spielmarkenkarten dabei gehabt. Auch nützlich. Und den müsste ich mal gucken, dass ich vielleicht noch welche irgendwie mir zusammensuche für das Kuribo-Deck. Come on! Okay. Ich habe ein ungutes Gefühl, Leute. okay. Also weird. Man kann da runtergehen, aber da ist nichts. Okay. Ich schaue mich mal weiter vorsichtig um. Der rote Mond oben so. Am Himmel. Du bist gerade wieder rein. Ja.
Spiel ist noch offen, also du kannst einfach dazu joinen. Ja, dachte ich mir schon fast. Ich schaue mich hier ein bisschen um. Ich habe schon Gegner gespottet. Also es wird gleich lustig, ne? Sagen wir mal so. Es wird gleich lustig. Erstmal Energy zum Runterkommen. Ja. Erstmal rein damit. Ich schaue mich hier gerade so ein bisschen um. Aber außer stark abfallende Klippen ist jetzt hier noch nicht so viel. Ja. Oh. Galactic Kuribo. Wahrscheinlich so aller Sternstaubdrache. Optisch. Bist du hin? Ich bin hier irgendwo reingeladen. Ja, guck mal, der Punkt. Da bist du, ja. Genau, ich schaue mich hier gerade so ein bisschen. Ich bin doch direkt hier auf den großen Turm. Oh, Gegner hier vor mir. Hinter dem Stein. Bist du bereit? Schauen wir mal. Ach, da die Gegner. Ja. Die anderen leuchten denn noch nicht. Nee. So, was haben wir hier? Wir haben zwei Aschekrieger, I guess. Okay, er macht erstmal noch Berserker. Er kommt überhaupt nicht, glaube ich, durch meine Defense. Stiefelkreis auf den einen. Oh, schöner Blitzspell. Den einen gestaggert. Ja, gibt aber noch. Wir haben den einen gleich. Genau. Jawohl. Das will ich sehen. Battle Mage hier am Start. Einfach weg mit dem. Jetzt funktioniert alles hervorragend. Stahlschild, Bandagen. Iron Axe. Will ich die Iron Axe? Nee, also Waffen kannst du, glaube ich, liegen lassen. Ja. Naja. Ich denke immer, das ist immer erstmal so ein Hassel. Ja, na, nehme ich was nicht? Ich weiß genau, was du meinst, aber das ist in dem Spiel, weißt du, das ist. Oh, die folgen mir jetzt. What is this? I don't know. Glühwürmchen? Vielleicht eine Light Source, die halt aber auch revealing ist. Guck mal da vorne, siehst du das auch? Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. I'm in danger. Oh Gott. Ich weiß auch nicht, was. Guten Tag. Okay, also sie wollen noch nicht reden. Der eine kommt. Beide kommen. Blitzmagie. Nochmal Blitzmagie. Shield Bash auf den einen. Ist gestaggert. Achtung, Blitz. Ja, ich tanke durch. Einer down. Voll worth it. Ach, das ist so ein großer mit einer Blitzkanone. Ach, so Ach. Einer. Wir erinnern uns. Ja, es ist eine Weile her, aber wir hatten so einen Uli schon mal. Die Schüsse können hinter ihm rauskommen. Aber der ist einfacher zu staggern. Wenn du bereit bist, Stiefelkreis und wir hauen den zu Boden. Bringt erstmal. Ach, ich hab den. Fuck. Ich hab den falschen Trank getrunken. Oh, ich hab geparried. Meine Waffe ist mit Blitz aufgeladen. Wenn du ready bist, sag Bescheid. So, jetzt ist die Kombination noch wieder drin. Ja, ich kann alleine Stiefel kreisen. Yo, what up? Yo. Ja. Große Blitz-Gatling. Nochmal Stiefelkreis. Let's go. Easy. Hat er die Gatling gedroppt? Gottlich-Mechanismus. Gottlich? Gottlich oder göttlich? Typo? Gottlich-Mechanismus. Kisten mit goldenen Zahnrädern werden verwendet, um eine Vielzahl von Waffen herzustellen. Okay, easy. Geil. Lief gut. Ich meine, ich habe ein bisschen Damage gefressen, aber das ist okay. Frontline. Hier, ich habe Angst, da durchzugehen. Wenn ich droppe. Ach nee, das sieht aus wie Kristall. Ja, dachte ich mir. Können wir einfach durch? Nee, gar nicht. Gar nicht. Okay, das ist einfach eine Wand. Okay. Nee, hab ich bisher nicht dran gehabt. Hab ich bisher nicht. Nicht weitergespielt. Ja, okay, das wird auch so gemacht sein, dass wir nicht einfach durchkommen. Okay. Meine Waffe ist aber noch blitzinfused. Wie lange ist denn das so? Ah, die Glühwürmchen. Macht dich für Gegner sichtbarer. Blitzschaden und Widerstand -20 ist ein Debuff. 100 Sekunden noch. Okay. Gut. Pass auf. Wir schlafen nicht. Oh, da hinten ist ein Gegner. Ja, warte mal. Mal knüpfen. Ja, ich zieh mir ein Brot rein für HP over time. Wo sind die? Ja, die sind hinterm Stein. Ach da, hier geradezu. Okay. Ach da, okay. Das ist ein Magier, glaube ich. Das eine ist ein Magier, das andere ist ein Frontline. Ich nehme den Magier. Ich tanke durch.
Ah, der Schwerhit war Overkill. Komm. Sag mal. Weicht der einfach aus. Okay, okay. Ja, Pfeile und dann. Oh. Ich guck mal gerade, die Eishexe, ja, Pilze, Steine. Jerky nehme ich mir aber mit, warum nicht? Ja, nimm mal mit. Verlangsamung. Okay, ich bin ein bisschen geslowt, aber das ist okay. Steel Shield und Iron Axe brauchen wir nicht. Naja, der Trash von vorhin. Ich gucke auch gerade so ein bisschen schon, sehen wir irgendwie Schmetterlinge? Hier oben. Das sieht so aus, als ob man das abbauen könnte, aber kann man nicht. Oh. Leider nicht. Yo, Brudi, einen wunderschönen. Herzlich willkommen, mein Guter. Get the Rage up, Chat. Hallöchen, mein Lieber. Ja, gerade hier, ne, in Outroad unterwegs. Neues Gebiet. Da vorne ist ein Gegner. Einer. Ja, und schon die ersten Encounter hier. Gut, aber der ist schon halb down. Oh, der hat hier gegen was gekämpft. Jetzt kämpft er gegen uns. Und jetzt will er mich fokussen, Bruder. Ja, halt Aggro auf mich. Ist okay. Während der Magier in der Gruppe dich einfach kaputt macht. Klingentänzerin. Iron Sword. Jade Krummsäbel. Oh, das ist minus Mana-Kosten. Ich glaube, das ist für dich, Joanne. Oh, sehr gut. Bei der Klingentänzerin. Der hat Dings, 14 Silber, nehme ich. Joing. Der hat nur so den Scheiß. Aschestiefel. Ah, nehme ich mal mit. Könnte vielleicht ganz lustig sein. Ja. Ah, so. Ja, das ist mit da. Ja, ne? Minus Mana-Kosten. Also das ist, ne, für unseren Battlemage wäre das vielleicht ganz geil so. Muss ich mal reinschauen? So, ob ich mein Inventar. Ich glaube dann, ja. Marco schreibt doch, das neue DLC in Destiny kam letzten Dienstag und durch die ganze Woche lang gesuchtet. Ja, wie ist es so? Habe ich gesehen, den Release auf Steam. Bin jetzt selber nicht so in Destiny drin. Kannst du mal vielleicht uns in dem Chat mal berichten, wie es so ist, was es vielleicht so Neues gibt. Ist immer ganz interessant so. Nee, es lohnt sich nicht gegenüber der Living Wood Axe. Aber es ist ein guter Ersatz. Also falls die andere kaputt geht, dann kann ich. Ich wollte gerade sagen, lass die mal drinne, das wird ja auch nicht schwer sein. Das wird ja auch nicht schwer sein. Nee, Brüder. Na, also doch, aber nicht komplett. Drei, ja, das geht. Ja, genau. Backup-Waffe. Ne? Weil wir sind lange unterwegs und okay, Musik gerade kurz gechanged. Bei mir ist gerade gar keine Musik. Es klang gerade so ein bisschen wie eine Queue. Eisengroßhammer, lassen wir drin. Der ist scheiß drauf. Ah, hier können wir rasten. Oh, fantastisch. Habe ich einen Dings bei? Ich hoffe, wir haben. Ja. Ich bin, also, nee, warte mal, lass uns mal abwägen. Brauche ich gerade überhaupt nicht. Ich habe alles voll, ich habe nichts reduziert. Ich hab ein bisschen HP verloren. Stamina. Oh. Das war nicht mein Plan. Also, wir merken uns das mal. Der wird auch so toll, weil die Jahre zu kurz waren. Nee, ach, ich wechsle immer mal. Warte. Lass mal auf die Karte schauen. Hier kommt man nicht lang. Da kommt man nicht lang, sagst du. Aber guck mal da drüben, diese Festung. Das könnte vielleicht so ein Ding sein, wo man Batterien braucht, um weiterzukommen. Möglich. Oder. Jetzt hier. Da kommt man nicht lang. Ärgerlich. Warte. Halt, stopp, Julian. Halt, stopp. Bist du jetzt da hochgekommen? Okay, warte. Hier ist Schluss, vermeintlich. Warte. Ich habe von sowas gelernt. Nein! Oh Gott, ich bin halb tot. Tu es nicht, Mann. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, das ist eine unsichtbare Wand. Okay, ja, nee, war ein doofer Plan. Es war ein Plan. Es war ein Plan. Es war nicht der beste. So. Und Draco beschreibt uns hier gerade, das DLC. Ganz nice, aber die haben vor der Story hier nichts beantwortet. Es sind mehr Fragen als Antworten und man weiß jetzt nicht, was alles eigentlich schief passiert. Das macht mich fertig. Okay. Eine Sache ist, jeder andere NPC weiß es aus irgendeinem Grund. Okay, man selbst ist unwissend, alle NPCs wissen Bescheid. Okay, man ich switch mal meine Fackel. Ja, mach das mal. So, aber was ist Gameplay-wise, Draco? Was ist Gameplay-wise? Gibt's neuen Stuff? Gibt's juicy Stuff? Ja. DLC und so? Nee, umgestürzter Baum. Ich check mal die andere Seite und dann können wir reingehen in diesen Dings. Okay.
Ich dachte gerade, was kommt denn da? Dein schlimmster Feind. Ja, ja. Technische Probleme. Und Feuer. Blaues Feuer. Okay, die Ziggurat-Passage. Gucken wir mal. Es sieht sehr... ich krieg so ein bisschen Skyrim-Vibes hier, ne? Mit den... Wie hießen die? Ja. Die ganzen Dungeons, wo diese ganzen mechanischen Spinnen und die Riesen waren. Wie hieß denn die Rasse, die das alles gebaut hatte? Ist der Name nicht mehr. Oh! Ist das ein Puzzle? Can I step on that? No, okay. Nein, scheint nicht so. Aber auch so Jade-Tech. Interact. Ich interacte. Ob du willst oder nicht. Mach mal. Ist das Guild Wars 2? Jade Lich's Idol required. Okay, wir brauchen was. Wir brauchen den Idol. Okay, geil. Idol Fanu. Oh, da. Hier, guck mal. Das ist Fahrstuhl. Fahrstuhl. Glaube ich. Auf jeden Fall ist ein Hebel. Ja, ist ein Fahrstuhl. Erstmal hoch. Auf. Ja, war. Erstmal hoch. Mit den Glühwürmchen. Gut, vielleicht. Also, ich meine, ich kann nicht mehr sneaken, aber ich habe jetzt dadurch selber eine Light Source. Ist ja vielleicht gar nicht mal so kacke. Okay, was für eine Ruhe. Okay. Also, Szenewechsel ist ja gerade schon sehr immens. Finde ich irgendwie geil. Verschlossene Tür. Schade. Ich nehme mir eine Fackel. Also. Genau, wir müssen hier die Augen gut offen halten. Skelett. Hallo, mein Schöner. Aha, ein Hit. Stiefelkreis. Okay. Ja, okay. Hat er was? Nägel, okkulte Reste, Brot. Iron Claymore. Was hast du aufgesammelt? Okay. Ach, scheiße. Nee, warte. Drop ich weg. Ich wollte den Schalter machen. Und ich habe einen Bogen eingesammelt. Na, den lasse ich mal für den Fall der Fälle. Du hast den Schalter jetzt betätigt, ne? Ja, I did. Und es ist die Tür zu der Kiste aufgegangen. Wie expected hier. Keine Trap. Schauen wir mal, ob irgendwas von hinten kommt. Nein? Okay. Truhe sagt, Fackel, Alchemieausrüstung, Lebkrauti, Nägel, Holz. Eisenschwert lasse ich drin, das ist Müll, das brauchen wir nicht. So. Aschestiefel. Ich check mal ganz kurz was. Warte mal, das ist mit Gift. Gut gegen Gift. Ansonsten natürlich absolut Trash im Vergleich. Okay. Das kann man abwerfen. Oh, was haben wir hier? Nägel kann man abwerfen. Junkpile. Junkpile hat Bolt Rack. Soothing Tea brauche ich. Ja, immer mitnehmen. Und Plant Tent. Könnte man. Na, ich glaube, das ist Notfall. Nimm mal den Rack raus. Das wäre was für dich. Mach ich. Warte mal, hier ist Mineraltee. Marshmallow. Ja. Kaltstein. Kaltstein brauche ich. Eisler. Nimm doch nicht einfach alles. Achso, Kaltstein war für dich zum Craften, oder? Damit fülle ich meine Eisfackel wieder auf. Ah, okay, ja, dann. Sorry, dann Abfahrt. Very valuable. Ja, okay. Und hier hast du gesagt, improvisiertes Zelt. Ah, nee, Lappen. Nee, das habe ich schon rausgenommen. Das hast du schon, sehr gut. Ja, die Lappen, die sind nice. Kannst du dir nochmal kurz Marshmallow angucken? Ich glaube, das ist was mit Mana Regen Overtime. Ja, schwere Sumpffrucht, die weit mehr Mana als Garbeeren herstellt. Diese rohe Melone enthalten durchs Kochen. Warte, diese rohen Melonen erhalten durchs Kochen entgiftende Eigenschaften. Okay, also auf jeden Fall wenn kochen. Du sie kochst, ist, ja, also, nimm ich mal. Ja. Kochen und dann reinziehen. Ich sogar ein Rezept. Oh, was liegt da? Ist das auf dem Boden? Müll. Trapwire. Müll. Trapwire, weiß ich nicht. Ich frage mich, ob man damit irgendwann nochmal was Vernünftiges benutzen kann. Könnten wir schon. Ich vielleicht auch mal aber die Wiki nicht. Browsen. Hatten wir schon geguckt, so ein bisschen. Man kann halt Fallen bauen, aber das ist halt irgendwie lame. Ich meine, ich kann Fallen herzaubern. Ja, nee, und das Fallencraften, ich hatte das mal irgendwie getestet auf Stream, das ist nicht geil. Also, du machst es und dann musst du halt, weißt du, hin und her Fallen stellen, Kiten machen, das ist so, ja, alleine bestimmt geil, aber zu zweit, naja. Ich würde sagen, Zelda. Ach, da, die Tür ist aufgegangen, ich komme. Zurück. What the fuck ist das? Das ist so ein Vieh, was, oh mein Gott. Okay, Design ist geil. Stiefelkreis? Ja, so halb. Hier, warum will er zu mir? Weiß ich nicht, vielleicht Affinität gegenüber Magier. Also wenn er jetzt zu mir will, dann verstehe ich das Nee, Stiefelkreis. Easy. Come on. Bonk! Jadelicher Streitkolben. Mana-Stein kannst du nehmen, gönn dir. Streitkolben bin ich doch immer dabei. Schaden, 22, der hat Gift, Mana-Kosten. Oh, vielleicht würdest du den nehmen, Jun. Na, Kosten. Ist wieder der gleiche, wo hast du den hinten? Streitkolben halt. Ba, 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 ba. Mehr Damage. Minus 10%.
Attack Speed 1, das geht ja sogar. 1,2 habe ich auf der Living Wood Axe. Ja, dann ist der ein bisschen slower nur. Damage 22 gegenüber 2. Das ist ungefähr gleich. 29 gegen 24. Also wenn nicht, würde ich den mal gucken, ob der mir ein bisschen mehr bringt mit seiner Wucht, mit seinem mehr physischen Damage. Und Gift halt. Gift bin ich immer ein Freund von. Ja, nimm du mal. Ich glaube, den brauche ich nicht. Das ist nicht das, was... Ein bisschen kaputt. Okay, Vorsicht, neuer Raum. Hier geht's links bisschen hoch. Ich glaube, wir haben schon das Mob gepult, was hier drin war. Genau hier. Ja, ich glaube, das war das. Ja. Oh, dann haben wir ein Adventurous Corpse. Ja, mach mal. Was haben wir hier alles? Alpha Sandwich. Ja, immer gut. Ich mach mal hier Alchemy Kit. Das ist zwar schwer, aber das lässt sich teuer verkaufen. Genau. Habe ich auch schnellst mitgenommen. Das ist immer Geld wert. Bitter Spicy Tea. Interesting. Spicy Tea? Firestone. Ja, Bitter Spicy Tea Recipe. Ah, okay, Rezept. Ich guck mal, was hier die Truhe hat. Eisengroßaxt. Oh, Sandalen. Also ich bitte euch. Holz. Salz nehme ich mit und einen Käfer, der Rest ist Müll. Ich glaube, das Alpha Sandwich solltest du, gebe ich dir gleich. Das ist wieder so Healing Over Time, wa? Nee, das ist Combat Enhancing Properties. Ah, ja, okay, das ist geil. Ja, nehme ich gerne. Hast du dafür noch Platz? Wahrscheinlich. Ja, oder? Ja. Das ist noch. Hab noch Platz. So. Alpha Sandwich. Ich hätte gern das Rezept dazu. Alpha Fleisch auf Brot. Ja, okay. Ja, du bist durstig. Warte mal, ich muss mir einen Schluck nehmen. Apropos mal ganz kurz gucken. Brauche ich das? Schlaf 87, das ist okay. Geht bei mir alles voll. Ja, ich hatte nur Durst. Aber trinken ist eine gute Idee. Ich frage mich, wie lange die Glühwürmchen mich verfolgen. Not gonna lie. Hab ich kein... Doch, da ist mein Wasser. Ich habe insgesamt 3 Wasserschläuche, der eine ist halt leer. Ja, ich auch. Ah, sehr gut, okay. Aber ich hatte das in der Zwischenebene und ich habe nur im Rucksack geguckt. Oh, hast du den Hebel schon gezogen? Ja, habe ich. War auch an der Kiste. Ah, ich habe alles rausgenommen, was sinnvoll war. Eisenader. Okay, du bist schneller. Dickes Öl, warte mal, das brauchst du ja direkt, ne? Ja. Liegt hier. Genau. Ich schmeiß halt das Öl einfach ab. Ja. Ich klatsche es auf den Boden. Okay, Vorsicht. Ja. Schleck auf. Großer Raum. Tasty. Was haben wir da? Ein Dinosaurier? Eine Art Dinosaurier. Wenn ich den nur anvisieren könnte. Ich wünschte, ich hätte meinen Pfeil dabei. Aber warte mal, guck mal, hier geht's auch noch lang. Ich hab einen Bogen dabei, wenn du willst. Hier ist Eisen. Ja, aber das ist ja nicht. Ich hab ja keinen. Ich müsste dann umskillen wieder. Also die anderen Sachen auf die Dings packen. Achso. Das lohnt sich nicht. Ich drop dir mal. Ich hab auch keine Pfeile dabei. Hab ich. Ich hab einen Bogen aufgesammelt und jetzt ein paar Pfeile. Also. Theoretisch, aber. Nee. Wäre auch wieder ein bisschen lame, oder, Leute? Das wäre auch ein bisschen. Erstmal so ein bisschen cheesen. Ja, nee, komm. Ach, weißt du was, ich schmeiß auch den Scheiß hier ab. Vorsicht, hier liegt Bogen und Pfeil. Scheiß drauf, brauchen wir nicht. So, ich fall jetzt hier runter. Ich folge dir natürlich. Kann ich von hier schon anvisieren? Nein. Was ich gerade gerne wüsste, ist, wo soll man da überhaupt lang gehen? Um nach unten zu kommen, sicher, weil das ist ja eine riesige Distanz. Ich kann anvisieren. Screw me, Alter. Ja, ich glaube, ich... Du sollst hinten auf die Wurzel, glaube ich. Ja, nee, warte mal, ich bin hier runtergerutscht. I see. Ja. Ja. Okay, warte.